Grüßt euch da draußen und willkommen zurück zu Valheim. Ja, wir sind immer noch im Dachbau beschäftigt. Und ich muss schauen, dass ich hier auch noch eine Plattform hinkriege, damit ich nicht hier runterfalle. Weil ihr seht, bei Dächern rutscht der halt gern, der olle Wikinger. So, jetzt will ich mich nochmal da dran setzen. Das wäre gar nicht mal so blöd. Wenn natürlich das Dach mitspielt. Ich kann ja mal testen. Wäre gar nicht so dumm. Okay, jetzt will es natürlich nicht richtig ranzappen. Kann ich da drauf stehen? Ja, kann ich. Gut. Okay, das Dach kriegt auch ein auf Stabilität, oder? Ja, hier wird es rötlich, seht ihr? Es wird wahrscheinlich gleich unter mir zusammenbrechen. Warte, das muss ich nochmal wegmachen. Und das hier hinmachen. Das ist das Falsche doch, oder? Ja, ist das was gewesen. Also es sieht gar nicht mal so dumm aus. Jetzt muss ich es halt auf der anderen Seite genauso machen. Und wenn ich jetzt hier schon hier rumlaufen kann, dann werde ich da drüben auch keine Probleme haben. Dann kann ich schon mal hierher gehen und sagen, weg damit. Ich muss mal den Hammer ausrüsten und das hier machen. Das hier weg und dann einfach mal runter. Aua. Und schon wieder Hunger ist der, hey. Das weg, das weg. Das, das. Das und das weg. Und mein Holzhammer ist schon wieder hinüber. Zum Glück habe ich mir noch einen gemacht. Also es wird definitiv noch gut ausschauen. Jetzt kann ich zum Bleistift auch das hier machen. Ich glaube, das war der Balken. Ne, der guckt ein bisschen komisch. So. Okay, hier ist richtig, da ist falsch. Jetzt guckt er richtig. Und dann kann ich mich so machen, dann nehme ich jetzt wieder das Dach hier. Und dann kann ich das hier so ranmachen. So, also das, da werde ich nichts hinmachen. Schaut hier ebenfalls jetzt gut aus auf der Seite, finde ich. Okay, andere Seite, gleiches Spiel. Erstmal hier, ich muss das Feuer woanders hin platzieren. Aber erst gehe ich mal pennen, es wird schon wieder dunkel. Soll jetzt natürlich einsammeln hier. So, und dann schlafen gehen. So. Du rennst erneut den Kriegern voran, während du die Schwerter... Das haben wir schon gelesen. Das haben wir schon gelesen. Ganz ehrlich, ich hätte so ein Odins Hammer oder Thors Hammer da als Anhänger. Das würde mir schon gefallen. Tag 8, also wir haben insgesamt jetzt schon eine Woche überlebt. Wie viel Holz haben wir noch? Ah, das reicht noch. Finde ich gut. So, jetzt brauchen wir wieder diese Plattformen. Ich könnte auch mal die größeren Plattformen nehmen zum Hochhüpfen. Ja, jetzt kriege ich gleich eine Rauchvergiftung da. Das Feuer werden wir auch noch irgendwo anders platzieren. Ich werde, glaube ich, im Dach ein Loch drin lassen. Irgendwie so rumbasteln. So, eine Plattform brauche ich nochmal. Also die kleinere Plattform. Ja, hier kriegen wir eine Rauchvergiftung.
Ich muss jetzt halt schnell machen, weil ich glaube, so viel Leben verliert man nicht beim Rauch hier. Einmal hier. Und einmal hier auch. Dann brauchen wir wieder das Dach. Ich glaube, hier kann ich wieder drauf gehen. Ja, gut. Okay. Dann brauche ich wieder so einen Balken diesmal. Ja, ich weiß, ich merke schon, dass das Ding wieder stabil ist. So. Okay. Dann gleiches Spiel hier auch. Also es wird mehrere Fenster haben. Also ich habe es ein bisschen gern luftig, wie man merkt. Und ich möchte halt, dass es mal nach einem Wikingerhaus auch ausschaut. Was wir natürlich noch als Zierde machen könnten. Ich betone auf könnten. Ich meine, so könnte man das quasi auch verbinden. Ich teste mal. Das kommt nochmal weg. Irgendwas habe ich jetzt zusätzlich abgerissen, was ich nicht abreißen wollte. Warte mal, geht das? Was habe ich jetzt hier abgerissen? Was fehlt hier? Nochmal hier rauf. Gibt es ja auch einen kleineren Balken, der so nach oben führt. Leider nicht. Das hätte ich mir jetzt noch gewünscht. Dass es etwas kleineren hier gibt. Mal sehen, ob ich hier seitenserisch rübergehen kann. Jawohl, genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau und nicht anders. Und schon wieder hungrig. Mann. Der denkt ja auch nur noch ans Fressen, der Kerl. Ist das der Balken, den ich genutzt habe? Ja, das müsste der sein. Okay, das will jetzt nicht so daran. Ah, doch. So. Und dann schauen wir mal, ob wir das Dach jetzt hier so geschlossen kriegen. Ja, genau. Gut. Und höp. Bäh. Nicht so ängstlich sein. Du bist ein Wikinger, Rockley. So, und dann heißt das hier das weg. Nicht ins Feuer rutschen, danke. Ich will noch ein bisschen weiterleben. So, das Feuer kommt erstmal weg. Da kommt das Dach komplett runter, habe ich beschlossen. Weil da ist ja auch schließlich kein Fenster. So, damit das Ganze da drin jetzt so komisch ausschaut. Immer hier. Komischerweise, ich höre das Feuer brennen, obwohl es gar nicht da ist.
Der will jetzt nicht so, wie ich es will, oder? Ach, das sind die Standfacken, ich Idiot. Ich dachte schon, hä, was knuspert denn das so an mein Häuschen? So. Dann machen wir nochmal Querbalken. So, damit es auch stabil ausschaut und so. Okay, dann reiß ich das nochmal ab. So, das könnte ich natürlich da hinten auch noch machen. Also wenn das nicht nach einer Wikingerhütte ausschaut, dann weiß ich auch nicht. Ganz ehrlich. So. Jetzt müssen wir uns ja über das Problem Feuer noch unterhalten hier. Und das Feuer muss ja ihr irgendwo hinstellen, wo es jetzt nicht so wirklich stört. Und die Werkbank muss auch noch woanders hin. Wartet mal, da sehe ich was, was mir nicht gefällt. Wartet mal, ich muss mal kurz meine Sachen reparieren. Da ist mich, da schaut das Holz mich ein bisschen komisch aus. Ich hätte schon wieder beinahe den falschen Knopf gedrückt. Kurz mal hier rumgehen. Ich habe das so gerade repariert. Ist das Dach zu schwer oder was? Aber geräumig ist auf jeden Fall, oder? Okay, hier oben könnte man noch so einen Pfosten reinnehmen, wenn das Spiel mich da in der Richtung lässt. Haben wir da noch was rein? Okay, da brauchen wir es nicht. Aber so? Hammer. Schaut geil aus. Okay, wenn es der längere ist, dann schaut es ein bisschen doof aus. Ich mach mal so. Weil das habe ich mir, wie ich die letzte Folge angeschaut habe, habe ich das nämlich angeschaut. Und habe gedacht, ne, okay. Verbauen wir ein bisschen Holz hier noch ein bisschen. Okay, das ist dann natürlich ein bisschen zu lang. Ah, jetzt ist mir das Holz wieder ausgegangen. Aber ich bin angenehm überrascht. Okay, wir haben ein bisschen Gras hier in der Bude, aber das soll mich jetzt nicht stören. Schaut auf jeden Fall. Also da kann man was hier bauen, hier drin, oder? Ja, das Thema Feuer müssen wir noch machen. Wir brauchen jetzt Holz fürs Feuer. Und ich meine, das Dach ist so hoch genug, ich glaube nicht, dass wir da Rauchvergiftung kriegen. Wenn nicht, dann muss ich mir halt noch was einfallen lassen. So, da hinten haben wir schon ein bisschen was gefällt. Da gehe ich als erstes hin. Naja, gleich habt ihr keine Freude mehr, ihr Hirsche. Aber irgendwann brauche ich euch jetzt. Wieder Speicherungen, glaube ich, so im Hintergrund. Und es sieht schon geil aus von der Ferne. Es sieht schon... Also ich sehe es hier ins Unscharfe, wenn ich aber mich jetzt darauf hingucke... Es schaut schon geil aus. Also, es sieht definitiv nach einer großen Wikingerhütte aus. Definitiv. Da kann mir jemand irgendwas erzählen. Ich glaube, würde es eben nicht glauben. Der schaut nach für mich wie ein geiles Wikingerhaus aus. Ich feiere das. Ich bin stolz auf mich. Das heißt nämlich, dass auch noch Platz für eine zweite Etage ist. Wenn nicht, es muss nicht unbedingt eine zweite Etage sein. Da, es kündigt sich jetzt schon wieder ein Sturm an, aber wir haben jetzt eine
Überdachung, das heißt, wir können auch innen drin Lagerfeuer machen. Und zur Not müssen wir halt einen Holzboden rausreißen, weil anscheinend lässt sich ein Lagerfeuer nur auf Gras, also auf Boden platzieren. So, die Himbeeren nehme ich auch noch mit. So, zurück zur Hütte, es regnet. Und jetzt dürfte das Gebäude auch nicht mehr so viel Schaden nehmen. Okay, das Projekt Lagerfeuer, verschiedenes. Stein brauche ich wieder. So, jetzt schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass ich es... ja, seht ihr? Rot. Das ist hier nicht möglich. Dann würde ich hier glatt sagen, dann mache ich... hier ein Loch rein. Dann kann ich mich hier ein Lagerfeuer machen. Holz mich hier weg. Kann ich mich noch hier hinlegen? Du benötigst ein Feuer in der Nähe. Okay, dann... kommt das hier wieder weg? Dann baue ich ein Feuer hier in meiner Nähe. Das heißt, ich werde das Feuer wahrscheinlich erstmal hier platzieren, ja? Aber da müsste es ja bedeuten, dass das Feuer in der Nähe ist. Okay, dann nochmal anschüren. Und es dürfte jetzt eigentlich auch nicht vom Gewitter beeinflusst werden. Ja, wir können schlafen. Das ist gut. Du träumst von einem Fluss, der den Berg hinauffließt und von grünen Sprösslingen, die sich dem Erdreich entgegenstrecken. Und das Gute ist, wir kriegen auch keine Rauchvergiftung, weil der Rauch sich da ganz oben sammelt und rausgeht. Aber eine Sache muss ich hier noch machen, weil sonst renne ich mal rein und verbrenne mich. Und das, glaube ich, wäre nicht zu unseren Gunsten. So, man könnte das natürlich auch aus Stein machen, wenn man das irgendwann machen kann. So, eine kleine Sache mache ich hier auch noch. Herstellung. Dann setze ich jetzt hier, wenn es hinklappt, 1, 2, 3 von diesen Dingern hier hin. Dann kann ich nämlich Fleisch braten, weil wir haben kein Fleisch mehr. Und mit den Truhen haben wir aber ein bisschen was, glaube ich. Moment, ich muss mich mal anders hinsetzen. So. Ja, 9 Fleisch und 9 Nixenschwänze. Ich nehme die Nixenschwänze. Es ist einfach so komisch, wenn man das immer sagt. Leute, die immer zweideutig denken, die werden wahrscheinlich immer bei dem Wort immer ihren Spaß haben. So, jetzt mal schauen, ob das auch klappt. Und die Werkbank werden wir jetzt auch ein bisschen anders platzieren, damit wir auch Platz haben für die Upgrades haben. Also ich habe hier wahrscheinlich genügend Platz für die Schmiede und für das ganz andere. So, dann kann ich jetzt schon mal die hier reinsetzen. Und wir können auch uns nicht verbrennen, das ist das Gute. So, dann... mache ich wieder den Hammer. Hammer hier Rös, MC Hammer. Reiß hier die Werkbank weg. Und platziere sie so. Mal schauen, ob ich es hinkriege. So, dann kommt die hier hin.
Da brauche ich jetzt Feuerstein. Ich glaube, das müssten wir sogar haben. Dann tue ich die erste Erweiterung hier hin. Ja, die muss schon so hinstellen, als würde man es auch die Axt nehmen können. Bams, dann haben wir schon mal ein Upgrade reinkaut. Okay. Dann das nächste Bauprojekt, was in der nächsten Folge dann in Angriff genommen wird, ist der Gerbergestell. Ich zeig's euch mal. Verschiedenes, Herstellung, Bauen, Möbel. Aber ich kann doch kein Ledergestell machen, kann, ist mir jetzt auch ein Rätsel. Wahrscheinlich muss ich die Sachen im Inventar haben, vermute ich mal. Nee. Ich kann aktuell noch kein Gerbergestell machen. Warum auch immer. Aber das kriegen wir schon noch hin. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Valheim. Tschüss.